Ich wurde nicht geboren, schon gar nicht nackt, ihr Perverslinge. Ich fand mich selbst auf einem Stein, atmete aus, atmete ein und stieg hinab, um ich zu sein. Wann hat man dich unter den Sockel gestellt? Wann hat man dich unter den Scheffel bestellt? Hast du dein Licht schon auf den Sockel gestellt? Was passiert, wenn man mich in diese Ausstellung stellt? Hä? Was passiert, wenn ich in diesem Raum nach schwarzen Körpern suche? Wie unglaublich ich bin, wie unglaublich unnahbar, denke ich mir, während ich mich selbst auf einem Drehteller betrachte, ein Feigenblatt von einer Frau, eine Frau von einem Feigenblatt, aber die Achillessehne ist ein Arsch, von dem ich mir viel zu oft vorstelle, an ihm vorbeizugehen, fast schon zu schlendern. Das, also ich, könnte mir das Genick brechen, aber ich gehe dir nicht am Arsch vorbei, denke ich, und drehe mich weiter im Kreis. Gesagtes und Gefragtes. Was? Ja, Dicker, du sagst es. Was ist der Unterschied zwischen abstrakt und konkret? Ist es der zwischen jemandem, der sagt, aha, nee. Und dem, der knapp so versteht, ist er zwischen Macht und Gebet, zwischen Blumen und Beet, zwischen wer erntet und wer sät, zwischen Schmelzwasser und Schnee, zwischen was das für ein Gerede, zwischen was das für ein Gerät und richtig krass, wenn man es dreht. Shit, Ab ist ein Poet. Zwei Gedanken auf einem Nabel. Hä? Das ist ein Tier aus einer Fabel. Hä? Oder ein Wurmfortsatz. Hä? Hä? Was hast du erwartet? Ich frage, was hast du erwartet, wenn du mal vor einem Ab stehst? Gutes Fleisch. Den Schenkel waschen, trocknen und mit Salz einreiben, dann massieren. Für den Geschmack die Knochen ein wenig anrösten, die Schwarte rautenförmig einritzen, ohne ins Fleisch zu schneiden. Mehr Butterschmalz über die Schnitzel schwappen lassen. Ich wurde nicht geboren, schon gar nicht nackt. Ich fand mich selbst auf einem Stein, atmete aus, atmete ein, lernte Ja und lernte Nein und stieg hinab, um ich zu sein. Kann man einen Körper? Gib mir deinen Körper, gib mir deinen Körper, zeig mir deinen Körper, zeig mir deinen Körper. Ich mache deinen Körper, ich mache deinen Körper. Bist es du oder nicht? Was bist du ohne mich? Ich schlafe so gern. Ich weiß nicht, ob ich morgen aufwachen will. Ist das normal? Ich habe nicht nur Schlaf in den Augen, ich habe auch Schlaf zwischen den Zähnen. Und wenn man lange genug poolt, dann auch im Bauchnabel und zwischen den Zehen. Das mag eklig klingen, aber es ist nur Schlaf, mein Freund, nur Schlaf. Roh und rau versus glatt und soft, Höhl aus und platt gedrückt, Schleife flach, erst matt wie Torf, dann satt und morph, stell es dir wie Mathe vor. Hä? Was tust du, wenn sie dich fragen, was eins heißt? Ich gehe taktisch vor.
zufällig wie ein Tropfen. Ich hab mich entwickelt, an meinem Torso wachsen Knopsen. Wenn du dich immer nur von außen siehst, wird die Haut zu deinem Innern. Wer warst du, als du wusstest, wer du bist? Kannst du dich erinnern? Schau vom richtigen Winkel und die Geschichte ist simpel. Ich trag mein Gesicht auf der Haut, komm aus der Geschichte nicht raus. Mein Schliff kam mit Au, andere bilden Hornhaut, um sich zu schützen. Haben geschundene Körper, Schwulst um die Finger, rissige Nackenhaut, ein horniges Dekolleté, spröde Wangen, brüske Ohrläppchen und Brüste wie Stein. Ich meine Büste wie Stein. Jeder Gedanke das Gerüst eines großen Tempels. Erst die Muße geküsst, dann die Ärmel hochgekrempelt und in die Hände gespuckt. Mit deinem Stift behende Konstrukt konstruiert, dann ausgedruckt oder ausradiert. Ausdruck in die Finger gelegt, pausenlos in den Himmel gesehen. Nachdruck mit dem Daumen, meine Skulpturen haben Launen. Genauer hinsehen, wenn die Haare sich aufstellen, besonders dir am Nacken. Zwischen ich spinnen sehen und bin Nabel am Aushöhlen und groben Hacken. Knorrig, drahtig, steinern, dörr, Knorpel, Flör, Knospe, gekrümmter Rücken, sehnige Muskeln. Nicht perfekt, aber immer gute Haut, weder Pickel noch Pusteln. Und irgendwann war ich dann fertig. Was ich aber dann noch nicht wusste, bin ich jetzt fertig? Ja. Fertig.